Droht der gesetzlichen Rentenkasse der finanzielle Kollaps? Führende Ökonomen fordern Rückführung des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Diskussion um die gesetzliche Rente hört nicht auf. Es geht auch hier in diesem Video wieder um die Frage der Zukunftssicherung der gesetzlichen Rente. Ich habe in einem Artikel im ARD Online einen Beitrag gelesen zum Thema Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rente und dass führende Ökonomen zumindest den Stillstand oder die Rückführung dieses Bundeszuschusses verlangen. Hintergrund ist, dass der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rente im Jahr 2023 auf sage und schreibe 112 Milliarden Euro ansteigen wird. 112 Milliarden Euro, das ist Geld, was Sie, ich und viele andere auch über Steuern in den Bundeshaushalt einzahlen und dieses Geld, dieser Zuschuss praktisch dann der gesetzlichen Rentenversicherung zur Verfügung gestellt wird. Ohne diesen Bundeszuschuss, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wäre die gesetzliche Rente de facto pleite, denn die Beitragseinnahmen alleine reichen nicht aus, um die Aufgaben der gesetzlichen Rentenversicherung im Laufe des jeweiligen Jahres zu finanzieren. Hintergrund unter anderem der Warnung ist, dass sich bundesdeutschen Gesetzgeber, die Bundesregierungen, die laufende Bundesregierung, aber auch die Bundesregierung der Vergangenheit wohl angebliche teure Wahlgeschenke in Sachen Rente geleistet haben, unter anderem die Erhöhung der Zurechnungszeit für EM-Renten oder aber auch die Rente mit 63, die seit dem 1.7.2014 wohl rund 2 Millionen zusätzliche Rentnerinnen und Rentner vorzeitig abschlagsfrei in Rente gebracht hat. Das kostet enorm viel Geld. Und deshalb sagen führende Ökonomen oder warnen führende Ökonomen und sagen, wir müssen jetzt diesen Bundeszuschuss einfrieren auf den Stand oder aber zurückfahren. Wir können uns ein weiter so wie bisher nicht mehr leisten. Dann sagen diese Leute aber auch, letzten Endes, wenn wir so weitermachen und der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rente sich jährlich ständig erhöht, wird es so sein, dass der Bundeshaushalt irgendwann mal in eine Schieflage gerät und dann wichtige andere Projekte nicht mehr finanziert werden können. Unter anderem zum Beispiel die wichtigen Ausgaben für die Bildung unserer Kinder, für die Kindergartenplätze, dann für wirtschaftliche Großprojekte, die wir auch dringend benötigen, wie zum Beispiel die ganze Frage Herstellung des Wasserstoffs. Das muss ja auch irgendwie über Bundesprojekte, KfW-Förderung und so weiter finanziert werden. Aber auch soziale Projekte, kulturelle Projekte, Förderung von Vereinen und so weiter. Das können wir uns dann alles in Zukunft nicht mehr leisten. Und wenn man sich dieses Szenario wirklich so ausdenkt, ist das eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Und deshalb kann ich nur sagen, alleine nur die Warnung auszusprechen, reicht aus meiner Sicht nicht aus. Wir müssen Lösungen herbeiführen. Und eine meiner Lösungen, die ich dafür habe, ich kann sie wissenschaftlich nicht begründen, aber sie kommen letzten Endes aus meiner Überzeugung heraus, dass das ein gangbarer Weg ist. Österreich zeigt uns das ja, wie das funktioniert, dass wir eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung einführen. Aber nicht nur eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung, sondern auch eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung einführen. Wenn wir alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, eventuell auch der Beitragssatz in der gesetzlichen Rente ein bisschen höher wird, dann haben wir auch für die Zukunft sicherlich andere Spielräume und können uns dann letzten Endes auch die Rentenleistung einer Rente mit 63 weiter leisten. Also meine Damen und Herren, ein spannendes Thema. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und werden die Entwicklung hier überwachen und werden Ihnen selbstverständlich dann auch im Zuge der nächsten interessanten Informationen, die wir erhalten, hier neue Videos drehen und die Dinge hier veröffentlichen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.